Yo, liebe Leute, Theo hier und heute kann ich euch stolz verkünden, ich habe wirklich einen richtig schweren Glitch geschafft, den ich euch jetzt zeige. Und ich habe gestern für das Video an dem Sonntag 3 bis 4 Stunden diesen Glitch ausprobiert, nur für dieses Video, Leute. Es ist wirklich verdammt schwer und meiner Meinung nach der schwerste Glitch von allen, aber auch einer der coolsten, wenn nicht der coolste Glitch. Deswegen musste ich ihn euch einfach zeigen und für die ganzen Mühen bitte ich euch mal den Daumen nach oben rein zu prügeln. Und wenn du noch kein Abonnent bist, in Zukunft kommen hier noch geilere Glitches, noch geile andere Videos. Also es lohnt sich. Ja, Leute, ihr müsst dafür in Snow Kingdom und ich hatte euch ja letztens den Glitch vorgestellt, wie ihr mit dem Champion durch die Wand backen könnt bei den komischen Rennstrecken. Also wenn ihr euch genau an die Scheibe stellt und dann immer unten B drückt und oben dann RT und dann rausgeht, dann könnt ihr letztendlich out of map, könnt ihr draußen die Schneepiste ein bisschen erkunden. Unter diesem Video hat einer von euch mir geschrieben, dass man nach oben rauf kann, auf die ganze Kuppel. Und da habe ich mich gleich mal schlau gemacht im Internet und da hatte auch ein kleiner YouTuber, den ich auch verlinkt habe, das geschafft, Leute. Er hat das Unmögliche geschafft. Also es ist wirklich ein richtig schwerer Glitch und ich zeige euch jetzt hier genau, wie er geht. Als erstes müsst ihr genau zu dieser Stelle mit dem Champion hin und an die Scheibe euch ganz dicht dran rollen, genau, dass ihr 1-2 Pixel von der Scheibe entfernt seid. Dann, wie bei dem anderen Glitch, immer bouncen, aber dann nicht nach vorne durch die Scheibe. Nein, ihr müsst nach rechts durch die Scheibe. Und zwar, nachdem ihr durch die Scheibe gebackt seid, müsst ihr erstmal einen Cappy-Wurf machen und dann einen Hechtsprung zur Seite, so dass ihr auf diese Plattform hier kommt. Dann ein bisschen nach rechts. Ihr müsst euch diese Distanz merken. Diese Distanz ist ziemlich wichtig. Diese zweite kleine Ecke, die dort absteht. Es ist ja ein runder Kreis, der aus mehreren Langstücken besteht, sozusagen. Und da an dieser zweiten Ecke müsst ihr euch hinstellen und dann geht's auch schon los. Dann müsst ihr genau diese Movement machen, was ich hier mache. Und zwar müsst ihr erstmal aus der Stampfattacke einen hohen Sprung, dann Cappy werfen, ein Cap-Dive vollführen und dann müsst ihr hier eine unsichtbare Säule berühren und dort einen Wandsprung machen und dann wiederum mit einem Hechtsprung auf die kleine, schmale Kante hechten. Und ihr seht schon hier, ihr könnt ein wenig in der Luft stehen. Also die Hitbox von dieser kleinen Kante ist noch ein bisschen weiter, als die Textur geht. Und dann müsst ihr das Ganze nochmal machen. Nochmal das gleiche, eine Stampfattacke, Cappy werfen, einen Hechtsprung auf Cappy, dann wieder gegen die unsichtbare Säule einen Wandsprung und dann wieder hechten auf die nächste, schmale Kante. Und dann, liebe Leute, ganz genau, ihr habt richtig geraten, das gleiche noch einmal. Nur beim letzten ist es wichtig, dass der Hechtsprung wirklich ziemlich an der Kante ist. Warum, das erkläre ich euch gleich. Wenn ihr denn ganz oben angelangt seid, habt ihr es noch nicht geschafft. Und ihr seht auch gleich schon das Problem, und zwar die Kamera. Die Kamera denkt, ihr seid noch in der Glaskuppel, aber ihr seid ja eigentlich draußen. Sprich, ihr könnt gar nicht richtig sehen, wie Mario jetzt steht. Und da ist es auch wichtig, dass ihr nicht zu weit nach rechts geht, weil sonst landet ihr wieder in der Glaskuppel und seid wieder in der Map. Und das geht wirklich schnell, Leute. Mir ist das mehrere Male passiert. Deswegen seht ihr hier aus der Ego-Perspektive der Füße, kein Scheiß, Leute, wie Mario sich fortbewegt. Und zwar müsst ihr echt aufpassen, dass ihr nicht zu weit nach rechts geht. Einfach ganz langsam, slow and steady, immer ein Stückchen nach vorne und immer aufpassen, dass der Winkel richtig ist. Und dann, liebe Leute, und dann kommt der Königssprung, der allerletzte Sprung, aber auch der wichtigste und wenn nicht auch der schwerste. Wichtig ist, kurz bevor ihr den Sprung macht, müsst ihr noch mal ein bisschen nach links, so dass ihr fast runterfallt und dann ist die Kamera wieder draußen. Aber es ist halt ziemlich gefährlich, weil ihr echt an der Kante seid. Wenn ihr dann den richtigen Abstand habt, müsst ihr Mario nur richtig positionieren. Und bei dem Sprung bin ich ungefähr hunderte Male gescheitert, Leute. Ich weiß nicht warum. Er ist an sich nicht so schwer, aber irgendwie gibt es so eine Blockade, die einen immer wieder nach unten drückt. Und zwar eine Stampfattacke, dann ein Cap-Dive und dann einfach auf den großen Holzbogen. Und Leute, es ist geschafft. Es war so schwer und ihr seht es hier, dieser Ausblick. Man sieht die gesamte Rennpiste, man sieht die ganze Kuppel, man sieht unten alles. Man sieht hinter einem das große Viereck, beziehungsweise die Map. Einfach geil. So einen geilen Ausblick hat man wirklich nirgendwo. Ich finde, die Mühen waren es wert. Und ich will hiermit offiziell Akata herausfordern. Ich fordere ihn heraus, es auch zu machen, es zu schaffen und es in Form eines Videos festzuhalten. Wer Akata nicht kennt, ich habe ihn in der Videobeschreibung verlinkt. Das ist ein guter YouTube-Kollege, auch ein Real-Life-Kollege von mir, der auch Nintendo-Videos macht. Und ich will ihn hiermit herausfordern, er soll den Glitch nachmachen. Deswegen schreibt unter seinem letzten Video, Theo hat dich herausgefordert. Und für alle Leute, die Bock haben, den Glitch nachzumachen, die sich für wirkliche Mario Odyssey-Profis halten, macht es nach und schickt mir ein Bild bei Twitter, dass ihr es geschafft habt. Ich bin damit raus, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo.